Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft mit dem lieben Marci. Bin ich, hallo. Hi. Hi. Jo. Weißt du, von ganz hinten kommt ihr irgendwie. Hi. Ja, das Timing war gut. Ja, ich hab gedacht, ich war mir nicht sicher, ob du zuerst redest oder ich. Ich hab drauf gewartet, dass du was sagst. Ich hab gedacht, dass du vielleicht mal irgendwie, aber dann hab ich gesagt, ja, nee. Ja, okay. Jetzt seid ihr euch einig. Ja. Wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind. Richtig. Ja, stimmt, das haben wir jetzt auch. Ja, ja. Marci, wie geht's dir denn heute? Ja, ihr kennt ja meinen Spruch, ne? Ich lebe noch, ne? Ja, das aber stimmt. Ansonsten. Nee, sonst eigentlich alles soweit in Ordnung. So. Okay. Das ist doch schön. Ja, und bei euch? Ja, naja, mir wurschtelt sich irgendwie durch. Ach so, ja. Also. Aber ich sag mal so, wir haben zwar momentan, also die Woche haben wir zu diesen ganzen Feiertagen ja auch, also die Woche haben wir uns Urlaub genommen. Der Nachteil an diesem Urlaub ist, dass es eigentlich eher, wie schon letztes Mal eigentlich gesagt, der Arbeitsurlaub ist und ein Urlaub mit lauter Geburtstagen von Oma, Opa, dann und so weiter. Keine Ahnung. Also, es ist eher ein Beschäftigungsurlaub, oder ich keine Ahnung, wie man das nennt, ne? Ja. Ja, ja, nice. Aber ich schätze, du hattest ja jetzt auch im Prinzip durch die Feiertage bestimmt auch ein bisschen frei, oder? Also so ein paar Tage zumindest. Hast du sie denn auch genutzt? Warte mal. Heute ist der letzte Tag, ja, ne? Ja, doch. Das heißt, morgen geht's wieder weiter mit Arbeit, oder wie? Nee, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir nicht. Du noch nicht? Na, guck her. Ja, stand jetzt ja. Stand jetzt. Ah ja. Aber offiziell ja. Urlaub hast du keiner. Doch. Doch? Naja, dann stand was doch. Jetzt ja. Ach stimmt, du hast ja gesagt, es kann sein, dass sie dich eventuell im Falle eines Falles wieder dazuziehen. Ach, das habe ich vergessen. Guck her. Ja, danke, dass du es nochmal wiederholen möchtest, aber ja, das ist. Das ist so mein. Nein, halt, ja, das ist halt so, ja. Ja, naja, klar. Ja, du. Na? Ich bin der Mann in Not. Ja, solange du damit fein bist, lass dich nur nicht ausnutzen, das ist ganz böse. Ja. Bloß nicht ausnutzen lassen. Ja, jetzt mal eine ganz andere, wie bei eurer Ostertage jetzt so. Ja, die waren unsere Ostertage. Ja. Naja, also. Ja. 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 Das ist nur dieses Denken und Machen gleichzeitig, ne? Ja. Okay, also. Unsere Ostertage. Ja, also die Feiertage selber waren eigentlich okay, bis auf gestern, da waren wir halt dann Geburtstag und so. Aber sonst eigentlich waren die Feiertage okay. Der Samstag, der war ein bisschen stressreicher, aber auch nicht so stressreich wie gedacht. Also, das ist tatsächlich ja. Ich kann gerade nicht denken. Okay. Ja, hast du denn jetzt dein Laptop jetzt gekriegt, dein Gaming-Dingens jetzt? Mein Laptop liegt unter dem Sofa. Ich hab meinen Computer. Ach, PC, genau. Ja, stimmt, da war ja. Ah, ja, da war das doch erfolgreich, Mensch. Ja, und der hat echt tolle Leistung. Das heißt, ja, stimmt. Naja, zum Beispiel Final Fantasy kann ich halt jetzt wirklich mit 165 FPS stabil spielen. Was? Ja, nix, hab nur gemeint, ich muss schlafen. Achso. Ja, schlaft ihr bitte. Achso, ja. Auch noch. Ja. Lockt sich wieder da und hat nur Forderungen, ne? Was? Ja.
Stuhl schlafen. Ah, jetzt bin ich. Weißt du, sie fängt genauso an wie er mittlerweile. Das ist unglaublich, weißt du? Ich höre das schon von Weitem, wenn irgendwann jemand anfängt zu naschen, ne? Das ist unglaublich. Ah ja. Ja. Du wolltest schlafen. Ich bin hier mitten im Labor und mir ist gerade echt egal, ob Tag oder Nacht ist. Ja, na klar. So ist es ja auch. Sicher? Bestimmt, ganz, ganz bestimmt. Hm? No? Ist es. Weil. Ja. Weißt du, ja, im Hintergrund, weißt du, es ist, ja. Hm? Also, ja, dann war es ja erfolgreich für dich, Mensch. Ja. Dein PC jetzt so. Hört sich zumindest so an, ne? Hört sich zumindest so an, ja. Tatsächlich, ja, also ich bin echt happy. Ja. Nur jetzt alles ein bisschen, dass man sich halt erstmal alles wieder auf den Computer drauflädt, was man braucht. Ja, das muss ja jetzt blitzartig ruckzuck gehen. Genau. Ja. Genau, also das kann auch nicht der Reihe nach sein. Der Mann wundert sich bestimmt, wenn er drauf geht, dass es so schnell läuft. Ja. Also ihr PC, ja, der ist, obwohl meiner eigentlich echt nicht schlecht ist und ich eigentlich echt gutes Zeug drin habe, aber ihrer ist halt nochmal schneller, schon, ne? Nochmal besser und nochmal performanter. Es ist eine ganz andere Hausnummer, Ja, das ist halt schon Wahnsinn. Ja, das fühle ich, das kenne ich. Ja. Ich meine, bei ihr läuft Minecraft halt flüssig, ne? Bei dir nicht? Ja, kommt drauf an. Gerade geht's tatsächlich, aber naja, also ich hab halt immer so zwischen 35 und, sagen wir mal, 60 FPS, meistens aber so zwischen 40 und 50. Von den 60, die ich eigentlich ja angestrebt hatte. Ja. Ja. Also es geht schon. Okay, ich glaube, das wird ja nicht viel. Ja, das. Das ist schon in Ordnung. Ja, klar, ist in Ordnung. Aber halt, wenn man dann halt bei ihr das sieht, wie flüssig es läuft, vor allem bei ihr startet Minecraft in 1,5 Minuten, ne? Ja, das wäre schlimm, wenn nicht so. Sag mal, wie lange dauert denn das bei dir? Jetzt haben wir ohne Mist, das dauert doch bestimmt auch 3-4 Minuten. Nee. Wie lange dauert das bei dir? Ja, bestimmt nicht 3-4 Minuten. Wie lang dauert so lange hat es bei meinem Laptop irgendwie. Okay, da dauert es bei mir dann circa 3 Minuten. Bei mir persönlich. Bei mir höchstpersönlich dann circa 3 Minuten, meine ich. Okay, nee, das ist zu nah. Ja, ich zähle nicht die Minuten, keine Ahnung. Irgendwann ist es halt okay. Da. Weil bei ihr, das rast halt durch, ne? Das rast durch so ohne Pause, ohne Ende, ne? Es ist halt Wahnsinn. Ja. Ja. So ist das halt. Klar. Ja, holst du irgendwann auch mal so was und dann passt das. Ja, ich kann ja einfach mal vielleicht nächstes Jahr mal meine ganzen Komponenten updaten. Passt das, ne? Hätte ich gesagt. Tust du ein bisschen. Dann bin ich ja wieder neidisch. Nee, weil wahrscheinlich wird nicht viel besser als du. Ziemlich sicher. Ja, deiner ist schon sehr hochwertig. Eben, deiner ist wirklich, deiner ist Kanone, ne? Ja, was hast du jetzt gesagt? Schon? Also, ihr eine Kanone schießt, ihr nicht. Bei ihr läuft er ja nur. Oh, dieser Vergleich, ich finde sie manchmal echt geil. Ja. Und was heute ist ja der 1. April, ne? Ja. Ja. Ihr seid aber jetzt nicht so in der Richtung mit April-Scherzen oder so, ne? Nicht wirklich. Okay, gut. Nö, also nicht wirklich. Ja, nee, das ist okay, das ist okay. Gut. Ach ja. Muss ich vorsichtig. Da bin ich ja bewusst. Nee.
Oder hattest du etwa vor, mich gerade zu verarschen? Ich? Nee. Also wenn, tue ich es ja öfters, nicht nur am 1. April. Ah ja, dann stimmt es leider. Leider stimmt es. Ja, ja. Also, nur weil der 1. April ist, ändert sich darunter ja nichts. Da wird sich ja nichts ändern. Er ist immerhin ehrlich. Das stimmt. Das stimmt. So. Oh, das ist ja klasse. Das ist klasse. Weißt du, weil es gibt einen Unterschied zwischen dir und bei ihr und bei dir, weißt du? Es gibt einen Unterschied, weißt du? Du kostest das so richtig vor, weißt du? Bei dir hört man das und bei dir ist es somit richtig voller Absicht. Nee, so gerade richtig... echt nicht, weil so was gut habe ich ja noch nicht gegessen. Ach Gott, das Ding hast du jetzt. Das ist ein Joghurette-Osterhase. Ja, genau das Ding, das sage ich ja. Bei dir fühlt man die Absicht absolut. Zugegeben, also, da bin ich schuld, also den Joghurette-Osterhase hat er von mir. Ja, aber er hat sich extra vorgenommen, den heute zu probieren, wenn wir aufnehmen. Ja. Ja. Ja, was? Genau. Ich hab gedacht, ich genieße es zusammen mit euch. Aber das könnt ja ihr wieder nicht schätzen, ne? Ja, was hab ich davon denn? Na, du hörst meinen Genuss, du kannst es sicher mitfühlen, so richtig. Ich fühle es absolut überhaupt. Na eben, ich teile meinen Genuss mit euch. Ist das nicht schön? Weiß ich nicht. Okay, dann machen wir das anders. Ich glaube, da müssen wir dir auch mal irgendwie so Süßigkeiten-Paket schicken. Oh, bitte nicht. Wieso? Wer weiß, was da ankommt. Na, eine Kiste voll mit Süßigkeiten. Das haben wir bei einer Freundin gemacht und die freut sich jedes Mal wieder wie dolle. Ihr habt die Süßigkeiten geschickt? Die Freundin bekommt tatsächlich jetzt auch mal wieder zu Ostern eine Kleinigkeit. Und das kann ich jetzt auch tatsächlich so offen sagen, weil bis die Folge irgendwann mal irgendwo rauskommt, sollte das Geschenk... Das guckt die eh nicht. Auch, ja, aber sollte das dann... Also, im schlimmsten Fall. Also bei mir kommt die Donnerstag. Ja, bis dahin ist es hoffentlich dann auch mal da. Weil... Das Paket ist leider gestern erst auf den Postweg gekommen. Was habt ihr denn mit DHL? Also. Was ist denn bei euch los? Das war ohne Verschulden diesmal. Weil. Wir haben es dann aufgegeben. Unser? Ja, wir haben es einfach aufgegeben. Wir? Ja. Ja, wir. Anscheinend wir, ja. Ja. Du hast es auch verstanden. Wir. Ja, wir. Was ist an wir nicht zu verstehen? Doch, also ich verstehe es. An wem hat's denn gehangen? Ja, an wir. An uns anscheinend. Eben, an uns beiden. Wer war denn nicht in der Lage, den Lolli zu vermessen, ob der Lolli in ein kleines Paket reinpasst? Wer war denn nicht in der Lage, am Donnerstag einfach, wenn er eh in der Rewe ist, bei der Post das scheiß Paket mitzuholen? Naja, definitiv, Moment, das war ja immer eine Sache, wie wir es ausgemacht haben, ne, also. Ja, wir haben ausgemacht, wenn du eh in der Rewe bist, kannst du das Ding mitholen und wegschicken. Und am Freitag, wo ich dann zu dir gekommen bin, war das einfach noch genauso dagestanden wie vorher. Ah, deswegen hast du... Trotzdem, ich meine, ich habe halt gedacht, vielleicht ist es scheiter, wir machen es zusammen. Weil, ne, zusammenhalten und so und. Kann es ruhig sein, dass du zu faul gewesen bist, zu Dings hinzugehen und dein Paket abzugeben? Nein, ich bin nicht zu faul. Er hat nicht dran gedacht. Ich bin einfach unglaublich vergesslich. Das ist mein Problem. Es sollte mir auch am Donnerstag im Prinzip den Kram schon Mittag mitbringen auf die Arbeit. Weil da ist er für die Mittagspause kurz vorbeigekommen. Da habe ich gedacht, gut, er kann es ja schon mal mit vorbeibringen. Und ich habe auch dann, als ich losgehen wollte, habe ich auch dran gedacht, es zusammenzupacken. Und habe dann meine Schuhe angezogen und danach habe ich es dann doch zum Stehen lassen. Trotz, dass ich es eigentlich schon zusammengestellt habe.
Ja, man kann ja froh sein, dass du die Schuhe angezogen hast und nicht ohne Schuhe gegangen bist. Das ist das größere Problem. Genau, genau. Ja. Das kann man ja, das kann man ja, das kann man ja dann sehen, ne? Das wäre das größere Problem gewesen, ja. Dann sollte er mir meine Uhr mitbringen, weil die habe ich bei ihm vergessen. Oh. Und das ist ja so eine Smartwatch und dann. Oh, hast du auch eine Smartwatch? Was für eine? Galaxy Watch 6. Ja, gut, ich habe eine Apple Watch. Ja, okay. Jedenfalls. Ja, ich habe sie im Prinzip ursprünglich auch, in Anführungsstrichen, den Tag vorher, wo ich sie vergessen habe, mitzunehmen, auch über Nacht vergessen zu laden. Ja. Aber da der gute Pilzinsel am Donnerstag dann, als es eben zusammengepackt hat, auch festgestellt, oh, die ist ja leer. Naja, gut, dann muss ich sie halt dann auf der Arbeit im Prinzip mal mitladen. Wäre ja nicht das Problem gewesen, wenn er sie dann mitgebracht hätte. Ja. Mist. Ich finde gerade meinen Rucksack nicht mehr, den habe ich irgendwie abgelegt. Welch? Dann schätze ich ihn mal geschwind wieder. Da ist es. Ach Gott. Oh, bist du doof. Du kannst ihn auch hinsetzen. Und nein, du bist doof. Ach, ich? Ja, also die Gesprächsthemen sind heute wieder super. Aber wie? Ja, erzähl ruhig. Ich weiß, ich muss sie noch trotzdem gerade mal wieder aufsetzen. Okay. Auf jeden Fall, Uhr. Dankeschön. Ja, hat er halt auch schon festgestellt, ja, die ist ja leer. Müsste ja geladen werden. Jetzt halt nicht, der weiß nicht, wie der funktioniert. Doch, da hat er auch eine. Der Mann hat auch eine. Ja. Das hätte ich aber jetzt aber wirklich nicht gedacht. Was? Hallo? Dass du sowas. Ja. Was denkst nicht. Du von mir? Ich bin auch modern. Du trinkst auch nur Wasser. Also. Ach so, und das ist dann gleich der Grund für. Der Mann kann keine Smartwatch haben. Nein. Ja, du bist halt anders so, weißt du? Deswegen. Na, weil ich anders bin. Aber eine Smartwatch habe ich. Das macht mich, ne? Genau. Du packst ja auch alles selbst und kochst. Hatte er natürlich auch vor mir. Nee, Stimmt, sie hat eine wegen mir. Ach so. Jedenfalls, wie gesagt, hat er gesagt, gut, dass du da jetzt dann über Nachmittag laden, weil abends wollten wir dann ein Fitnessstudio. Genau. Und okay. Die hat ja so eine wunderbare Fitnessfunktion, dass er dann auch gleich mit dem Zirkel alles so erkennt und macht und die gut und tralala. Ja. Und deswegen habt ihr euch eine Smartwatch geholt? Nein. Ach so. Aber ich hätte halt trotzdem vor einem Fitnessstudio gerne geladen gehabt. Das ist, so verstehe ich, ja. Oh. Dann holt er mich halt am Donnerstag zum Fitnessstudio ab. Sagt, hier ist die Uhr. Und übrigens, ich habe vergessen, sie zu laden. Und vielleicht hat er dich sogar angegrinst dabei, oder? Weißt du, so kann ich mir das so richtig vorstellen bei ihm. Das war ja keine Absicht. Aber steht nicht in keiner. Weißt du, der hat dich bestimmt abgeholt und der hat gestimmt, ja. War nicht mit Absicht, ja. Ich hab's halt vergessen. Vielleicht dachte er auch, dass er nicht zum Sport deswegen muss. Mm-mm. Erst wenn eine Uhr ging, ja. Okay. Ja, gut. Ja, bist du jetzt ein bisschen sportlicher geworden, so? Mit Fitnessstudio? Ne, wirklich. Sehr wirklich. Okay. Ja, dann. Dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, finde ich auch. Ja. Ja. Weißt du, wenn der schon wieder so ist, weißt du, kann ich auch vorstellen, weißt du? Du bist auch derjenige, der bestimmt beim Sport so dazuschaut und vielleicht weniger macht.
Nee, also der macht schon den kompletten Zirkel mit mir durch. Macht er mit? Komplett. Sogar ja. Ich spawn sie sogar für Sachen an, die wo sie sonst vielleicht nicht machen würde. Wie zwar dieses Ding da. Ellipsentrainer. Für diesen beschissenen Ellipsentrainer da. Ach du Scheiße. Ekelhaftes Ding. Ja. Also siehst du? Bin ein guter Mann. Nee, also. Ja, habe ich ja nicht anders erwartet. So, ne? Nee, Quatsch. Also, es ist, das kriegen wir schon, ne? Ja, ihr macht das schon. Okay. Ich habe auf jeden Fall hier eine schöne freie Fläche jetzt für mich. Bist du fertig mit Essen? Ja. Sicher? Dann kann ich ja weitermachen, ne? Achso, kannst du weitermachen. Nee, fürs Erste war Pappsüß und jetzt irgendwie fehlt mein Wasserkrug. Ah, der ist doch in der Küche. Moment. Oh. Der Mann, ey. Was? Was hat er jetzt schon wieder vor? Hä? Toastbrot. Ach, du backst dir ja dein Toast selbst. Da war ja was, ja. Also, das erste war, ein Vollkorntoast für mich, was ich jetzt inzwischen... Wollte gerade sagen, eigentlich für mich, wo ich jetzt inzwischen Angst habe, dass er es mir weg ist. Und das andere ist ein reines Weißvoll... Also ein reines, halt normales Toast. Was er theoretisch auch von meiner Seite auch für sich haben könnte, aber... Da er mir wahrscheinlich mein Vollkorntoast auch weg ist, werde ich halt bei seinem Toast auch mit essen dürfen. Hallo! Ja. Mm. Ja, super. Also, das habt ihr euch denn gegenseitig was geschenkt zu Ostern? Sie hat mir was geschenkt, ja. Und weil ich es halt nur erwartet habe, hab halt euch ihr nichts geschenkt, ne? Ja, wieso hast du ihr nichts geschenkt? Weil ich damit nicht rechne! Ja, wieso fragst du mich denn nicht? Wenn ich damit rechnen würde, würde ich dich ja fragen, aber dann müsste ich dich ja nicht mehr fragen. Ja, aber du rechnest ja damit nicht. Eben. Also wieso, also wenn ich nicht damit rechne, dann habe ich es halt auf dem Schirm. Wie kann ich ihn dich dann fragen? Ja, du kannst auch sagen können, hey, glaubst du, Marci, dass meine Freundin dir irgendwas schenken oder mir irgendwas schenken würde, dann hätte ich gesagt, weißt du was? Klar, könnte sein. Das Schlimme ist ja, dass dieses, wir schenken uns nichts. Ja. Das ist ja, man sagt zwar normalerweise, wir schenken uns nichts, aber man kann sich eigentlich sehr sicher sein. Dass es so ist. Dass es irgendein kleines wir schenken uns nichts Geschenk gibt. Und wenn du kein wir schenken uns nichts Geschenk hast, dass die entsprechende Gegenpartei entsprechend eingeschnappt ist. Ach so. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich immer noch ein anderes bestimmtes Geschenk, ne, Süßer? Oh. Ja, das ist ja in Arbeit, habe ich doch gesagt, die Woche, ne? Ja, wir haben jetzt April. Es ist Mitte Februar angefallen. Ja, das schon. Ich genau auch so, ja. Was ist Marci? Ja, so gebe ich dir recht. Also, ich sehe das ganz genauso. Also, ja, ne? Siehst du? Wir haben schon bald, ne? Wir haben jetzt April. Wir haben schon April. Genau so. Ja. Jetzt schon. Ja. Ich habe ein Problem. Ja, was denn los? Das kenn ich. Was denn los, Süße?
Ich weiß nicht, was ich als Becken fließen nehmen soll. Als was? Beckenfliesen. Beckenfliesen. Was denn? Beckenfliesen? Beckenfliesen. Ja. Ich weiß halt auch nicht, leider nicht, was du meinst, ne? Ja, sie meint hier Beckenfliesen. Hat sie doch ja gesagt. Was ist denn ein. Was sind denn Beckenfliesen? Ja, Fliesen in der, beim Becken. Fürs Becken. Fürs Becken. Ach, das Becken. Ja, fürs Becken, Beckenfliesen. Ah, jetzt schnall ich's langsam, glaube ich. Ja, kein Problem. Ich bin ehrlich, irgendwie so für den Boden. Ja. Finde ich ja die Diamantziegel ganz toll oder die Lapislazuli-Ziegel. Ja. Ja, süße. Also zu mir gehen wir mal. Eigentlich dürfte es gar nichts kosten. Was sagst du, wie teuer? Das ist für dich ein Klick und fertig. Zugegebenermaßen, jeweils ein so ein Ziegelblock ist auch mit nur einem Lapislazuli bzw. einem Diamant möglich. Ah. Tut so. Aber trotzdem. Ja, naja, schon. Ja. Beziehungsweise mit einem Lapislazuli bekommt man ein Lapislazuli-Ziegel. Und mit Ja, ich höre. Ja. Okay, also mit einem Lapislazuli bekommt man einen Lapislazuli-Ziegel. Und mit vier Lapislazuli-Ziegel mache ich vier Lapislazuli-Ziegel. Aha. Ja. Tolle Sache. Ja. Ja. Ach nein, das sind andere. Das sind große Lapislazuli-Ziegel. Und mit großen Lapislazuli-Ziegeln vier Stück mache ich vier Lapislazuli-Ziegel. Ja. Ja. Ich verstehe. Hoffe ich. Ja, das ist ein. Hat jemand zufälligerweise Packeis oder Eis? Hm. Also, ich guck gleich einmal, wie die Ziegel ausschauen. Eis ist aber schwierig, weil damit musst du ja das Ganze nicht nehmen. Das schmilzt dir doch weg. Mag jemand schlafen, bitte? Kann jemand zufällig? Ja, warte. Dauert nur ein bisschen. Alles gut, ich mach schon. Gut, okay. Danke schön. Ja, für den Rest muss ich jetzt wieder warten, bis ich etwas mehr Nähte erwarten. Schaf! Ey! Oh ja, vielleicht warte mal. Gucken, was man da so machen, ne? Ja. Ja, genau. Ja. So ist es. Das belassen wir euch dann mal dabei. Meinst du? Ja, jetzt mache ich Weg. Nein, wir wollen nach Ziegel gucken. Wie, du machst jetzt einen Weg? Dass du sie schon fast wieder vergessen hättest, ne? Warte mal, wenn er Weg machen will, dann müssen wir doch unbedingt noch mal in den Dungeon rein, oder? Weg dich. Warte. Wenn er jetzt den Weg macht, wieso machst du jetzt schon wieder einen anderen Weg? Ich mach immer noch denselben. Das ist halt ein ewig langer Weg, deswegen. Du machst 10, 20 verschiedene Wege. Nein! Wieso mit denn?
Ich mache immer denselben Weg. Immer denselben. Okay, warte. Ich würde dir ganz gerne das Bild schicken, was du letztens uns geschickt gezeigt hast, dass so eine Art Straße sein soll, wo aber nicht mal die Straße erkannt werden soll. Ja. Das habe ich aber tatsächlich geschickt, nicht er. Ach so, ja gut. Ja, aber das ist ja kein Weg. Das ist eine Straße. Und jetzt macht er einen Weg wieder hin, verschiedenen. Und einen Weg soll angeblich dann zur Straße hinführen und die Straße soll dann zum Weg hinführen. Und dann kommt es irgendwann mal irgendwann an. Also entweder du baust einen kompletten Weg, einheitlich. Aber du kannst nicht 10.000 Wege bauen. Was ist Stein? Jetzt ignoriert er mich mal wieder, weißt du? Nein, ich höre dich doch zu. Achso. Ich höre doch zu. Ja. Lapis Lazuli. Ich glaube, ich finde nicht, was die will. Doch, die Lapis Lazuli Ziegel. Ah, die. Ja, ich verstehe dich. Das wäre eine Idee. Die sind aber ein etwas zu blau, also glaube ich. Er hätte halt nur am Boden dann beispielsweise jetzt dieses Blau gemacht und den Rand dann weiß. Diamantziegel, ja, ich verstehe dich. Ja, ich verstehe dich, wobei die schon wieder etwas zu orange. Aha! Was? Was? Aber Diamantziegel sind zu orange. Was haben Diamanten denn mit Orange zu tun? Lass mich mal nach Ziegel allgemein suchen, weil ich glaube, ich habe da ein, zwei, die vielleicht gar nicht so verkehrt wären. Aber da muss ich gucken. Ich bin jetzt komplett verwirrt. Du kannst doch. Oh mein Gott. Du kannst doch nicht sagen, dass Diamant orange ist. Nein. Was ist denn los mit dir heute? Ich habe doch keine Ahnung. Was hältst du von den Colored Steinziegeln Light Blue für Grancy? Wenn du mir sagst, wo die sind? Wenn du nach Ziegel suchst auf Seite 2, da hast du ein paar Farben von, was war die Mod? Extra Utilities. Ja. So, dann hätte ich noch einen Vorschlag, wo du bestimmt auch ein bisschen mit spielen könntest. Das wäre bestimmt ganz cool. Also ich meine, da kannst du bestimmt auch die etwas türkisen da hinten nehmen, die Cyanfarbenen, ne? Ja. Die sind vielleicht sogar noch geiler. Aber wo es da ein bisschen mit spielen könntest, wäre, wenn du sowas wie die Nederziegel einbaust, da von Schissel. Weil Schissel hat da ein paar geile. Also mein Fact, ja gut, das sind die großen Lapisblöcke, aber wo ist Schissel? Etwas teurer, ja. Ich weiß Bescheid. Ja. Schissel hat ein paar geile. Also auch mit Lava dazwischen, das ist bestimmt für so ein Therme-Pool. Whirlpool ganz geil. Ich weiß aber nicht, ob das da auch schon den Effekt hat oder ob du dazu diesen Lava-Block drunter bauen musst. Ich weiß nicht, wie der heißt. Den haben wir ja hier auf jeden Fall auch. Ja. Na? Also da könntest du ein bisschen spielen und experimentieren. Ja, genau, Niederziegel, blaue Niederziegel mit Lava. Ich weiß nicht, aber da musst du gucken. Du kannst aber ein bisschen spielen, ne? Oder Wasserstein von Schissel, das sieht auch unglaublich toll aus. Den mag ich. Da würde sich auch der Tempelblock von Schissel vielleicht eignen, aber der ist. Ich weiß nicht, ob er dir zu falschblau, so dezent ist. Das musst du wissen. Der hat halt dazwischen kein weißes Etwas. Mein Problem ist, ich glaube, ich bräuchte für den ganzen Scheiß, wenn ich diese Colored Steinziegel nehmen will, ich muss mir irgendwie die Ziegel automatisieren. Das ist möglich. Ja, wobei immer riesen Handvoll und dann hast du es. Wohl möglich. Also ja, das ist bestimmt nochmal ein paar. Oder? Das ist so mein Tipp, den ich dir jetzt geben kann. Was meinst du? Ja, ich glaube, ich würde jetzt grundsätzlich. Ich habe jetzt ein großes Becken erstmal. Du bist etwas leiser inzwischen. Du bist plötzlich etwas leiser. Wie machst du das? Ich höre sie. Ja, aber sie ist plötzlich bei mir leiser. Ich schreie doch. Nee, du bist total leise, ganz weit weg. Ich schreie. Dein Mikro vielleicht jetzt hat er. Oder? Ich
Ich schrei doch. Ja, jetzt ist wieder besser. Ja. Dann würde ich sagen. Marci, was treibst du heute ein bisschen so? Also, was magst du gerade ein bisschen? Ich nehme mit euch auf. Ja, ich sehe es. Ja. Nein, ich meine, was machst du hier in Minecraft ein bisschen? Ja, ich mache weiter meinen Keller. Dein Keller? Da komme ich ja eigentlich nie zu richtig. Stimmt, da bist du immer beschäftigt mit deinem Keller. Das ist richtig. Stell dir vor, das endet irgendwie nie. Ja, verstehe ich. Ja. Okay, Stone Path. Aber du könntest mir gleich einen Gefallen tun. Du hast ja bestimmt nichts zu tun. Ich werde auf jeden Fall gleich wegmachen. Was ist denn los? Was brauchst du? Ich brauche was zu essen wieder. Was? Da also bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich dachte, ich habe was gut bei dir. Aber ich habe nichts zu essen. Ich habe nur geklautes Essen. Du hast nichts zu essen. Ich habe nur. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du was zu essen hast. Ich glaube, wenn du nach Essen suchst, glaube ich, musst du dich mal bei Ebony melden. Ja. Das könnte ich. Aber du könntest mir auch was bringen. Was brauchst du denn? Ja. Was brauchst du? Etwas zu essen, so 20, 30 Stück oder so. Cheeseburger oder was? Ja, das ist egal, ja. Okay. Und dann muss ich jetzt eine Frage an Ebony stellen. Was soll es denn kosten? Hä? Was soll das kosten? Also das war's dann, ne? Nach wie vor, ich wäre ja immer noch Freundschaftspreis für wie viel Cheeseburger? 30 haben wir gesagt? 50 dann. 50? Ja. Heftig. Wenn das denn so ist, dann kann man gleich 50. Ein Stack nehmen. Ne? Also 32 oder 64. Also da, na, 32. Wir fangen gleich mal 32 an. Das ist schon mal ein bisschen langsam mal. Ne? Also du musst schon gucken. Ja, das kostet 30. Was. Ja. Das ist selbe. Das kostet nichts. No, natürlich. Freundschaftspreis, 2 Eisenmünzen jetzt erstmal. Ja, okay, die habe ich vielleicht. Oh, das ist doch schon mal was. Wie kann man sich verdienen? Ich bring's dir gleich vorbei. Ja, bring mir die mal vorbei. Ich geb dir auch was dafür. Halt die 2 Eisenmünzen, ne? Ja, natürlich. Ich gebe sie auch nur weiter, also wenn ich Kurier spielen soll, dann müssen es schon 3 sein, ne? Ich kann es auch einfach per Post schnell rüberschicken. Komm, alles gut. Ich ich bin eh daheim. Ja, das ist mir egal. Ich werde jetzt Marci den Gefallen tun und werde für ihn kostenlos das Ganze transportieren. Das ist doch mal nett. Ich mache einen Postboden. Also ich habe aktuell noch 1110 auf Lager, also. Ja, und deswegen kann man mir keine 50 geben, oder was? Ja. Warum? Oh, das sieht schick. Ja, 1100 Dings auf Lager. Ja. Und ich brauche 50 und ich kriege die nicht. Das ist ja schön. Ach, da ist er. Da bist du. Da bin ich. Zuerst brauche ich natürlich das Geld. Ich komme danach mit dem Cheeseburger. Natürlich kriegst du das Geld. Ich weiß nur nicht, wo ich das habe. Warte kurz. Ich habe ja sehr viele Kisten. Warte kurz. Naja. Das kann natürlich jetzt ein bisschen dauern, warte. Also du brauchst das Geld, ne? Ja, genau. Der Stammhalten reicht. Ja, ich geb dir das Geld. Das, was du kriegst, das kriegst du. So. Warte, ist es nicht drin? Ja. Hab ich überhaupt Silbermünzen schon mal gehört? Warte. Ah, ich weiß, was ich dir gebe stattdessen. Ich hab ne Idee. Warte kurz, ich geb dir gleich was. Okay. Ja, das gebe ich hier. Das ach, fick du! Ansonsten habe ich dann irgendwas. Also wahlweise geht auch eine Barackenladung Ziegelsteine. Ah ja. Was Ziegelsteine soll ich ihm geben? Ja, die habe ich auch. Wagenladung. Also mit 2 gebe ich mich nicht zufrieden, wir haben eine Wagenladung. Oh Marci, da lass dich lieber nicht drauf ein.
Das hat sie ja zu dir gesagt, dass du es liefern sollst. Und ich. Ich gebe dir ja nur das. So, okay, erst die Bezahlung, ne? Richtig. Warte. Das gebe ich dir sofort. Kein Problem. Ah ja, genau das wollte ich dir geben. Hier. Das ist für dich. Wow. Kann ich mir die Münzen so erst neu pressen aus den Eisenscherben hier? Ja, richtig. Viel Spaß, ich kann ja auch. Ich werde sie übergeben. Mal gucken, was man du dafür bekommst. Hä? Ich dachte, du hast es dabei. Ja, nee. Das hier wird erst bezahlt, dann wird geliefert. Hä? Ja. Was ist denn das für ein Scheiß-Move? Das ist ja voll der 31er-Move. Ja, ich war noch nicht bei. Ich muss ja erst noch, ne? Also, du kommst erst zu mir hin, dann. Also, das ist ja wirklich. Also. Das ist ja wirklich dieser. Also, das habe ich ja noch nie gehabt hier. Das ist ja voll der 31er-Move. Na, immerhin etwas. Also, da hätte ich eigentlich nichts geben müssen. Da hättest du auch nichts bekommen. Ja, du hast mir auch nichts mitgebracht. So, mal gucken, wie viel der Gut war. Der Guten. So, mal gucken, wie viel wir jetzt rausbekommen. Also, wenn ich sie gleich frage, dann würde sie mir das sogar umsonst geben. Oh, fuck, ich weiß, was mit deinem Rucksack los ist, Ebony. Es ist 1. April. Weil ich bin hier oben. Wo ist sie? Es ist er sich auch noch hier hintraut, ne? Also es ist ja unglaublich wieder. Ich glaube, wenn das so weitermacht, ich brauche echt sowas wie eine Münzpresse bei mir im Keller. Also Marci scheint, dass die Zubereitung noch ein bisschen dauert. Ja. Es wird frisch zubereitet, scheinbar. Es wird also frisch zubereitet. Ich sag dir das. Die Zubereitung bin gleich bei dir zu Hause. Nee, es wird alles frisch zubereitet, also. Ja, ich gehe gleich zu dir hin, dann weißt du, was frisch zubereitet wird. Ich brauche jetzt das Essen. Sein, Süßer, ne? Ja. Also jetzt, ne? Das war ja wirklich ein 31er-Move des Tages. Also, erst. Stimmt, bitte das. Also. Du und dein Magnet. Ja, das ist ja auf nicht der Magnet, das ist die Magnetkarte. Denk mal, boah, ich hätte ihm das gegeben, ne? Das wäre. Erst das? Dann hätte er ja nie umsonst alles gekriegt. Stopp, also. Erstmal. Stopp. Ja, also so langsam werde ich mal einig, der Typ verhungert. Erst das. Und dann kannst du ja. Ja, also die würden mich ja verhungern lassen, das wäre ja. Okay, mach mal. Okay, bis gleich. Danke, tschüss. Ah, warte, die doch, Bezahlung hast du. Ja, die Bezahlung habe ich. Ich darf mir echt irgendwo eine Spreigemaschine irgendwo in den Keller einstellen. So. So, wo kommst du? Ja, wo bist du denn? Oh ja, komm mal her. Also in den Keller lief ich normalerweise nicht, ne? Ja. Ich lief an die Haustür. Komm mal runter im Keller. Genau ja, wo du gerade warst. Ja, ich bin ja dabei, ne, unser Master. Ja. So, da bin ich. Bist du? Wo bist du? Mach da. Ja, der will es bis zu seinem Schlafzimmerbett geliefert kriegen. Das ist doch gar nicht ein Schlafzimmerbett. Komm mal mit runter. Ja, also pass auf. Da ist doch überhaupt gar nicht ein Schlafzimmerbett. Komm jetzt. Ja, ich komm. Das ist garantiert eine Falle. Ja. Natürlich ist das eine Falle. Aber dann sterbe ich mit. Naja. Da siehst du, da sind die ganzen Truhen und so. Da ist doch kein Schlafzimmer. Okay. Dann soll ich dir geben. Bitteschön. Was ist das? Du hast mir nichts gegeben. Doch, und 64 ist der Erde. Also wirklich. Ich bin nur der Boss. Also wirklich. Also, hallo, hier liegt. Also jetzt kannst du aber wirklich. Die Erde, die soll ich dir auch geben. Los, sieh zu. Alter Falter. Hat der einen Schlag drauf? Der fängt mit einem Schwert. Du bist mit dir am Schwert.
Mit dem 31er Move hättest du eigentlich noch mehr verdient. Ey. Alter Falter! Himmel, Herrgott! Okay. So ein 31er Move, ne? Das ist ja unglaublich. Ey. Das war nicht ich, ich hab's so bekommen, ich sollte das so machen! Ja, du hast es ja auch sogar gemacht. Ja, das ist natürlich! Ich bin meiner Freundin treu. Was denkst du, was passiert, wenn ich das nicht mehr. Hallo? Was denkst du? Das sind jetzt das sind nur Ausreden hier wieder. Hilfe. Gott macht er mich kehren. Kommt der einfach hierher und wagt es auch noch Erde mitzubringen. Also ich glaube das so nicht. Du weißt es dadurch, dass Pilzinsel und ich jetzt unseren Bildschirm, also unsere Bildschirme direkt nebeneinander haben. Nee, aber das ist ja auch gut, das zu wissen. Ich gesehen hätte, wenn er das nicht so gemacht hätte. Ja, ist ja egal. Er hätte es ja nicht machen müssen. Doch. Nein. Nach wie vor. Willst du wirklich? Ja, hätte sie es gemacht, aber das wäre doch was anderes gewesen, als wenn du es gemacht hättest. Nein, sie hätte mich schon eine verpasst. Und zwar eine gescheite. Ja, aber dann hättest du es für diese Situation gemacht. Ich spiele keinen Boden. Nein, ich spiele keinen Boden mehr, weil es ist ja egal. Entweder verpasst du mir eine oder sie verpasst mir eine. Das ist richtig. Sei froh, dass du für eine Scherbe überhaupt noch den die Burger bekommen hast. Richtig, vor allem diese rosa Anzahl, ne? Also komm. Sie hat mir erst nur 16 in die Hand gedrückt. Also ihr habt so viel Material und Sachen, ne? Und wollt von mir auch noch den letzten Hemd aus der Tasche nehmen, ne? Dann ist ja wirklich... Komm! Okay, ich mache dir einen Vorschlag. Mir? Hm? Du wolltest mir das umsonst geben, ja? Das ist, Ich mache dir einen Vorschlag. Der hört auch nie auf, Ich benötige aktuell ganz, ganz dringend, richtig akut hellblaue Farbe. Ja, ich wohne nicht neben dir. Ich kann dir keine Farbe besorgen aus dem Markt. Das ist halt also. Ich würde sie sogar bei dir abholen gehen. So weit kommst du nicht zu mir, um die Farbe abzuholen. Ja, jetzt hast du es. Ich glaube, jetzt hast du es verstanden. Ich brauch so dringend blaue Farbe. Ich würde bestimmt auch einige mehr Burger dafür rausrücken. Ja, aber du wohnst ja nicht neben mir. Wenn ich nach dir hinkommen müsste, der Welt. Ah, nee. Das, ich kann doch nicht im Zug einsteigen und eine Farbe mittragen. Das geht nicht. Eieiei. Ingame wird es erstmal reichen. Ja, ach so. Ja. Mhm. Das ist schön. Ganz, ganz dringend. Ja. Ich kann doch nicht blaue Farbe. Wo soll ich denn jetzt blaue Farbe herkriegen? Ich kann dir Wasser mitbringen. Das ist auch blau. Hör auf, mir. Den Weg mache ich sogar. Extra für dich. Siehste? Also, das ist ja wirklich... Weißt du, was ich jetzt mache? Pass auf. Ey, mal jetzt was. So, Leute, passt auf. Macht das nicht nach? Was? Ja, ich mache jetzt was. Oh, Nichts ganz Schlimmes, aber ich mache jetzt was. Ich muss dafür erstmal wieder zurück hier. Jetzt Leute, was ihr alles in der Folge jetzt alle seht, ne? Ja, das sind wir alle gespannt. Das ist eine Special-Folge, könnt ihr euch... So, passt auf. Ich bin gespannt. Ja, vor allem du darfst gespannt sein. Ich? Ja, natürlich. Klar. Oh, bist du... Ich? Jetzt muss ich mir sogar noch meine blaue Farbe selber machen, weil der doofe Masi das nicht für mich machen will. Wie, was heißt denn, jetzt bin ich auf einmal doof oder was? Was soll ich denn noch machen? Aha.
Ich hätte sogar ich hätte Burger dafür gegeben. Ich hätte sogar mehr als Burger dafür gegeben. Schön. Kriegst du wieder. Was? Ja. Was? Aber der Herr möchte mich, macht er nicht. Er will ja keine Burger von mir haben. Was los? Nee, nichts. Das siehst du irgendwann schon. Die Erde gehört nicht mir. Die kriegst du wieder. Das ist meine Erde. Das ist mir sowas von egal. Du hast mir die hier voller Füße gelegt. Die kriegst du wieder. Das ist die Erde von Apple. Nimm die Erde mit. Du, du die... Hey, knall sie vor ihre Füße. Da hat er sie wieder mitgenommen. Na, immerhin. Ja, ja, ich nehme sie jetzt mit. Knall sie dir vor ihrer... Wo muss ich denn jetzt hin? Ey, ich werde von einer Libelle angegriffen. Wo kann ich jetzt wieder zurück? Hier ist doch kein... Hier, ja, oder ist doch kein... Ach so. Gut. Pass auf. Hallo. Das hier. Das ist nicht meine Erde. Und das hier. Das ist es nicht. Das gehört nicht mir. Oh Mann. Und das hier. Bitteschön. Gut, dann liegt's halt da und despawnt. Mir wurscht. Ja, gehört mir auch nicht und du hast es mir einfach dahin gelegt. Ja, das ist von Ebony. Du kannst es mir nicht einfach hinschmeißen. Das musst du Ebony zurückgeben. Mhm. Du hast es mir hingetan, also es ist deine Schuld. Klar. Ja, du hättest ja auch einfach ganz einfach sagen können, nee, mach ich nicht. Ja, klar. Ja. Ja, komm, damit du mit Ruhe gibst, mach ich's bei ihr auch. Gut, danke. Sie wird mir schon nichts tun. Sie freut sich, wenn ich komme. Ups. So. Warte mal. Wo ist sie denn überhaupt? Ach so. Ja, das ist jetzt die Frage. Was ist die Frage? Wo bin ich denn überhaupt? Ja, das ist ja egal. Ich weiß ja, wo du wohnst. Schnee. Ich vergesse immer diese beschissenen... Ja, das ist es nicht. So, ich hab sie hinterlassen. Kannst du mal deine Hinterlassenschaft wieder mitnehmen? Nee, so du zu mir, so ich zu dir. Kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier mit Erde vollgedings werde. Nur weil der arme Marcy nichts hat. Ich überlege gerade, ich brauche ein Feature. Außerdem muss ich es jetzt gerade tun, sonst wäre der arme Pilzinsel sehr traurig gewesen. Ja, wäre ich. Hier, siehst du, er gibt es sogar zu. Und gleichermaßen tut es mir leid. Ich finde das großartig, dass sie neben dir sitzt, weißt du? Das sind so Momente, wo ich manchmal drüber nachdenke, ich glaube, in manchen Situationen wäre ich besser nicht so. Aber ich find's gut. Weil du es denn immer abkriegen wirst. Und nicht ich. Okay. Also. Ich hab's jetzt wieder so. Egal, aber nein. Okay. Ja, sie ist ganz nett. Ja, ja. Sie tut nichts. Ja. Ja. Was heißt, denk ich? Selbstverständlich. Ja, hab ich doch kapiert. Es ist eine ganz eine gute. Hey, wäre sie keine ganz eine gute, hätte sie dir nicht zusätzlich zur Erde doch noch die Cheeseburger geschickt. Richtig, aber ich habe ihr jetzt die Erde wiedergegeben, weil was mir nicht gehört, das gebe ich auch wieder. Na, siehst du. Ja. Naja, aber die Cheeseburger gehören dir doch auch nicht, oder nicht? Doch, die habe ich ja bezahlt. Na gut. Wie schaut's aus? Wollen wir mal eine Folge beenden? Du hast gemeint, du müsstest eventuell mal weg. Ach so, kurz, ja. No? Ja. Also Leute, das war mal wieder eine Folge, alles bei denen alle sehr viel Spaß hatten. Eindeutig. Eindeutig. Spaß ohne Ende. Ja, gut.
Das kann man mal machen, war ein bisschen Fun mit dabei. ja, ich würde sagen. Ja, soll ich die Abmoderation machen oder wolltest du? Ne, mach ich du mal. Ja, mach du mal, okay, ich mach. Ja, Leute, ich würde sagen, ein Däumchen, wäre ein Träumchen. Bis dann. Ach, schaut. Ciao, ciao. Ciao.